Moin Leute und herzlich willkommen zurück zum Software Engineering. Heute geht's weiter mit den Object Relational Structure Patterns. Das sind die Pattern, die euch Hilfestellung geben können, wie man eine Objekthierarchie bzw. eine Klassenhierarchie, hier auf der linken Seite abgebildet, in eine Datenbank reinschreiben kann. Und das letzte Pattern, das ist das Concrete Table Inheritance Pattern. Und das ist persönlich auch mein Lieblingspattern, was das angeht, weil ich das Ganze sehr vorteilhaft finde in vielen Punkten. Wir hatten schon uns überlegt, ich gehe nochmal kurz zurück hier, und zwar wir hatten hier erstmal Single Table Inheritance. Single Table Inheritance hatte das Problem, dass wir hier sehr viele leere Attribute haben und dadurch wird die Tabelle Essen natürlich sehr, sehr groß werden. Das heißt, wir können hier, wenn wir viele Einträge für zum Beispiel Krümel oder Stück haben oder auch Kuchen oder einfach nur alle drei zusammen oder alle vier zusammen viele Einträge haben, dann haben wir hier eine recht fette Tabelle, die sehr, sehr viel Overhead produziert und einfach langsam wird, weil je größer die Tabelle, desto länger dauert eine Suche. Das heißt, Suchen ist nicht mehr ganz so toll möglich. So, Class Table Inheritance hatte ein ähnliches Problem, aber nur hier bei der obersten Klasse. Das heißt, wenn wir Krümel, Stück und Kuchen haben, müssen wir jeweils auch einen Eintrag hier in die Essen-Tabelle machen. Und dann haben wir natürlich das Problem, diese Essen-Tabelle hier, die wird extrem groß. Im Endeffekt genauso groß wie bei Single Table Inheritance. So, und jetzt kommt sozusagen die Lösung für all diese Probleme, und zwar Concrete Table Inheritance. Und das ist eigentlich auch sehr angenehm, muss ich sagen. Klar, es gibt auch Nachteile, die ich euch durchaus noch vorstellen werde, aber jetzt erstmal, was passiert hier? Und zwar, wenn wir eine Instanz von der Klasse Essen haben, nicht irgendeiner Unterklasse, sondern nur Essen, dann gibt es dafür die Klasse, die Tabelle Essen. Für Instanzen der Klasse Kuchen gibt es die Tabelle Kuchen. Für Instanzen der Klasse Stück die Tabelle Stück und für Instanzen der Tabelle Krümel der Klasse Krümel die Tabelle Krümel. Und man muss nichts irgendwo anders eintragen, so wie bei Class Table Inheritance, sondern man hat jedes Attribut, was irgendwie relevant ist, in der jeweiligen Klasse drin. Aber das reduziert natürlich trotzdem die leeren Attribute sozusagen. Das heißt, wir haben es nicht so wie bei Single Table Inheritance, dass wir hier plötzlich hier spricht leer ist, wenn wir in der Klasse Stück sind, und macht fett ist immer leer sozusagen, wenn wir in der Klasse Krümel sind. Nein, wir haben jetzt hier separate Tabellen, einmal für Stück und einmal für Krümel. Und auch das Bottleneck-Problem, was wir hatten, dass jeder Krümel einen Eintrag in der Essen-Tabelle braucht, ist jetzt auch nicht mehr drin. Denn ist gesund, gibt es hier schon automatisch immer in der Krümel-Tabelle. Das heißt, die Essen-Tabelle wird nur angefasst, wenn wir hier auch wirklich ein Essen in der Hand haben, also eine Instanz der Klasse Essen. Und das macht natürlich insgesamt die Tabelle Essen deutlich schlanker, denn jetzt ist, was halt Kuchen ist, in der Klasse Kuchen, was Stück ist, ist in der Klasse Stück. Das heißt, man hat hier eben nicht mehr so eine fette Tabelle Essen, sondern die ist halt in etwa genauso schlank wie Kuchen, Stück und Krümel, vorausgesetzt natürlich, wir haben dieselbe Anzahl an Instanzen. So, zum Verarbeiten finde ich es persönlich auch recht angenehm, denn man muss keine Joins machen. Also wir hatten ja bei Class Table Inheritance, müssen wir irgendwie immer die IDs aus den anderen Tabellen, also ich gehe nochmal kurz zurück, hier mussten wir, wenn wir einen Krümel wieder aus der Datenbank rauslesen wollen, müssen wir erstmal hier den Krümel nachgucken, dann haben wir hier das Attribut spricht und eine ID. Nach dieser ID müssen wir dann in Essen und in Kuchen suchen und dann müssen wir uns hier die beiden Attribute rauspicken. Das fällt bei Concrete Table Inheritance natürlich auch komplett weg, denn wir haben hier ja eigentlich schon alles, was irgendwie relevant für uns ist, in dieser Tabelle drin. Sprich, man muss auch keine anderen Tabellen mehr anfassen und man braucht keine Joins. Ist deutlich leichter. Also zumindest für meinen Geschmack. Ist natürlich immer noch Geschmackssache, aber egal. So, und jetzt mal kurz trotzdem noch zu den Nachteilen. Und zwar, wenn man irgendwas refactort, dann kann das durchaus auch Probleme geben. Und zwar sagen wir mal, ich verschiebe hier das Attribut spricht, was ich in den letzten beiden Videos eigentlich schon vorgedeutet habe, sozusagen, in die Klasse Kuchen nach oben. Dann haben wir ein Problem, denn dann ist spricht hier erstens, also hier unten ändert sich eigentlich nichts in der Klasse Krümel, aber in der Klasse Kuchen ändert sich natürlich alles. Das heißt, wenn ihr irgendwie vermutet, dass ihr Attribute in der Hierarchie hoch oder runter schiebt, dann solltet ihr auf die Single Table Inheritance Lösung zurückgreifen. Das ist die einzige Lösung, wo das ohne Probleme möglich ist, das heißt ohne ein Neumachen des Datenbankschemas sozusagen. Aber an der Klasse Krümel hat sich immerhin nichts geändert. Immerhin ein kleiner Vorteil. Ein weiterer kleiner Nachteil ist beim Concrete Table Inheritance das Suchen.
Wenn wir suchen wollen, dann haben wir hier das Problem, wir müssen, wenn wir sagen wir mal nach ist gesund suchen und nach ist real, dann haben wir hier jeweils zwei getrennte Queries sozusagen. Das heißt, wir müssen beides mal separat suchen. Beziehungsweise, nein, anders. Wenn wir hier nach is real suchen und wir wissen jetzt tatsächlich nicht, ob wir hier einen Kuchen in der Hand haben oder einen Krümel oder ein Stück, dann müssen wir sowohl die Tabelle Kuchen als auch die Tabelle Stück als auch die Tabelle Krümel durchsuchen. Und das ist natürlich nicht ganz so toll. Häufig wird man auch mal nach sowas suchen wollen und da geht natürlich einiges an Performance drauf. Auf der anderen Seite muss man natürlich hier sagen, wenn wir jetzt eine Class Table Inheritance haben und wir suchen nach is real, so wie wir es gerade eben gesagt haben, dann gehen wir einmal die komplette Tabelle Kuchen durch, die aber genauso groß ist im Ganzen, also im Class Table Inheritance Szenario, ist die Tabelle Kuchen genauso groß wie bei der Concrete Table Inheritance die Tabelle Kuchen plus Stück plus Krümel. Das heißt, eigentlich gibt es sich von der Performance nicht allzu viel. Ja. Und deswegen eigentlich mein Lieblingspattern in dem Szenario, aber ist natürlich immer noch anwendungsabhängig und Geschmackssachen natürlich auch. Und ja, das waren eigentlich die drei Möglichkeiten, wie man irgendwie Daten oder Objekt- und Klassenhierarchien abbilden kann auf eine Datenbank. Und das war es auch erstmal von meiner Seite. Vorerst sind wir, glaube ich, wow, und ich hätte nicht gedacht, dass ich das so schnell sage, vorerst sind wir, glaube ich, durch mit den Patterns. Es gibt noch unzählige weitere Patterns, die ich euch nicht vorgestellt habe. Ich habe auch nicht alle im Kopf und falls ihr da Bedarf habt nach mehr Patterns, dann dürft ihr mir gerne schreiben, dann mache ich einfach noch mehr Videos. Die Serie hier lässt sich quasi fortführen bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag. Es werden ja auch ständig irgendwelche neuen Patterns formuliert. Aber ich glaube, das sind auf jeden Fall mal so die wichtigsten gewesen, die man kennen sollte, vielleicht. Und ich werde dann einfach noch nachpatchen, wenn ihr noch mehr Bedarf habt. Okay, dann schreibt ihr mir einfach wieder und ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, ciao!